Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Zugum. Hier geht's direkt weiter, Junge. Wollen wir heute mal zu unserer Kriegsburg gucken? Was haltet ihr davon? Wir sind ja hier gerade beim durstigen Banditen, liebe Leute, und so ein Stützpunkt. Unter anderem in der Safe-Zone. Ja, was dem einen oder anderen aufgefallen ist, sind diese blöden Dinger hier. Die funktionieren überhaupt nicht. Habt ihr auch schon bestimmt gemerkt, ne? Wenn man hier mal auf Prüfe macht, dann steht da komplett leer. Ja, also es hält nur wenige Stunden oder so. Auf jeden Fall, das hält keinen Tag. Ne? Wenn du heute das Ding reinmachst, morgen ist es definitiv leer und ja, dann... Also die Entwickler, das ist nervig. Da müssen die das nochmal abschalten, weil so macht das keinen Sinn, jeden Tag hier da Batterien jetzt zusammenzusuchen und das Ding da immer wieder jeden Tag aufzuladen. Vor dem Hintergrund, man benutzt es ja gar nicht so oft, ne? Also das scheint so zu sein, als ob das Ding dauerhaft sendet. Weil sonst kann ich mir so einen immensen Batterieverlust da nicht vorstellen. Und das einfach nur nervtöten. Jetzt muss ich wieder auf- und absteigen. Also das macht so wieder keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Das ist Blödsinn. Dann kann man sich diese Scheiße auch sparen mit den Türöffnern, wenn da der Strom sofort leer ist. Total beschissen, Alter. Muss man mal so sagen, oder? Ist doch wahr. Also wo ich das wieder gesehen habe, dass das wieder nichts taugt. Einfach nur nervtötend. Total unzuverlässig. Da muss für nächstes hier 7 Tage oder sowas muss das schon funktionieren. Das, man hat auch keinen Bock, jetzt jedes Mal Batterien aufzuladen. Und morgen ist wieder leer. Das ist ja das Ding. Muss jeden Tag eine Batterie suchen irgendwie. Oder das Ding halt komplett neu bauen. Hat man aber auch keinen Bock zu. So, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Fahren wir links rüber. Aber wie, man da, wie spät haben wir es überhaupt? 14.30 Uhr, Mahlzeit. Ja, Werktagsstandard um die 10 Leute im Moment. Gerade Pizza gegessen. 14.30 Uhr ist das schon. Dinge, heute war der Schornsteinfeger da. Deswegen musste ich schon früh aufstehen. Um 11 Uhr musste ich schon wach sein und angezogen und so. Man will ja nicht mit Unterhose sonst die Tür öffnen. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Matt-Pat. Quizzi. Und ja, so verschiebt sich das denn. Nach dem Schornsteinfeger bin ich dann direkt einkaufen gefahren. Habe ich mir gedacht, ah, was machst du dir zu fressen? Junge! Ja, Pizza habe ich lange nicht selber gemacht, so, ne? Und ja, lippt. Manchmal ist die Tomatencreme, der Boden also, ist ein bisschen sauer, aber muss ich nochmal gucken. Brauche ich nochmal eine bessere Soße für die ein bisschen konstanter schmeckt. Leute, ihr seht selbst. So, wir fahren in eine PvP-Welt. Irgendwo hier müsste die Brücke sein. Bin ich auf Kurs? Ja, müsste hier sein. Geradeaus. Ihr wisst es, die Brücke ist immer die Trennung zwischen der PvE-Welt und der gefährlichen Welt. Wir haben ja quasi das Konzept sozusagen, ja, zwei Base-Konzept oder wie man das auch mal nennen mag. Ihr könnt natürlich so viel bauen, wie ihr wollt. Das ist mir Lachs, aber das hier ist halt die Brücke. Guck an. Dass man eine Burg halt hier unten macht. Eine friedliche Zone, eine Kampfburg machst du hier oben irgendwo hin. Ist egal. Du kannst auch zwei Kampfburgen machen oder sowas. Und dann musst du halt gucken, wie lange du deine Burg da verteidigen kannst. Das ist ja unser jetziges Konzept. Ja, ich habe mich dafür entschieden gehabt, die Z-Reihe als PvE-Zone zu machen. Also auf Safe Zone, wenn du Neubab-Scum bist, dann solltest du hier in den grünen Bereich gehen. Da könnt ihr die anderen Spieler nicht so einfach mal eben kurz ein zwischen die Hörner hauen. Naja, da kannst du das Spiel kennenlernen und in Ruhe aufbauen und sowas. Ne? Die Brücken sind rot. Das heißt nicht, dass ihr da sicher seid, sondern das ist der gefährliche Übergang. Ne? Also ich kann hier schon erschossen werden, Leute. Wenn da irgendwo ein Sniper irgendwie hier so liegt oder sowas, könnte ich jetzt schon weggesnipert werden. Das ist bei den Brücken so. Und das ist halt die Trennung, ne? zwischen den vernünftigen Symptomen hier. Ja. Rot.
bedeutet halt, ist gefährlich und dass ihr hier nichts zubauen könnt, ne? Weil ich ja will, dass die Leute auch von der Safe Zone raus können in die gefährliche Welt. Und wenn dann hier immer Spieler sind, die immer die Brücken zubauen, ja, ist das auch nervtötend. Also man kann zwar mit einem Boot rüber, aber es. Man will schon fahren oder sowas, ne? Deswegen habe ich mich dazu entschieden, halt da Verbotszonen zu errichten hier. Weil das wurde ja praktiziert, dass hier die ganzen Brücken zugebaut worden sind, ne? Und ich will ja das PvP fördern. Und wenn man das verhindert, dass die darüber kommen, dann hilft das den Leuten im PvP da oben auch nicht, ne? Wenn ihr dies blockiert. Deswegen müssen diese Wege frei sein. Kann man hier überhaupt das Seil irgendwie hoch? Müssen wir mal kurz testen. Schwubbeli-schwupp. Ja, geht. Also theoretisch könnte man hier oben schon snipern, ne? Bloß nicht abrutschen. So, guck mal hier, wenn du dich hier so hinhockst. Ja, wer guckt schon hier so hoch, ne? Also wenn du fährst, den guckst du immer so ein bisschen geradeaus. Aber wenn da jetzt einer kommt, ne? Zum Beispiel meine Mofa. Oh, das ist eine Mofa hier, Junge. Und dann hält der an und will sich die Mofa krallen und ich hänge dann hier. Also so eine Falle kann man den theoretisch schon stellen, ne? Könnte man vielleicht noch hier rauf. Und wenn die Hunde dann kommen, die würden gar nicht wissen, wo ich bin, ne? Aber es ist doch eine coole Ecke hier, oder? Jetzt wieder runter. Oh nein, er ist abgerutscht. Was sollte das? Ui. Oh, guck an. Schnell die Waffe wieder mit. Ja. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Aber Leute, habt ihr das gesehen? Junge. Pupi, pipi, pupu, check. Alles gut. Er hat sich nur kurz erschrocken, Leute. Uns geht's noch gut. Und dann fahren wir schnell weiter, ne? Also das ist so, wir haben ja mehrere Kampfbasen, wir Banditen hier in dieser Zone hier. Das könnt ihr ja auch so machen, wie gesagt, ihr müsst ja nicht nur eine haben, ihr könnt ja so viele Kampfbasen bauen, wie ihr wollt. Kriegsborgen sozusagen. Ich zeige euch heute eine und ich lade euch natürlich auch herzlich daraufhin ein, die zu versuchen anzugreifen, aber ich glaube, da habt ihr sowieso keine Chance, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, liebe Leute, wir haben eine fette, gepanzerte Zone hier. Und ich glaube, die ist schon unknackbar, unsere Base, ne? Also da müsste schon ein Squad kommen hier auf unseren Server. Die so richtig hardcore-mäßig so drauf sind. Mal gucken, vielleicht locke ich ja den ein oder anderen PvPler an, wenn ich mal unsere Burg zeige. Nur wie gesagt, natürlich kriegt ihr dann auch einen zwischen die Hörner, ne? Weiterfahren. Aber dafür ist das Spiel ja da. Ja? Lass uns gegenseitig hier zerfetzen, Leute. Auch gleich mal tanken fahren, nützt ja auch nichts. Die Tankstellen in der PvP-Zone sind meist immer voll, ne? Ist halt, hier sind zwar auch viele Leute natürlich unterwegs, aber das ist halt aufgrund der Größe, wisst ihr selber. Aber wo jeder Spieler hier einen ganzen Sektor quasi für sich selber hat, das ist ja schon eine große Welt. Deswegen rechne ich jetzt auch nicht unbedingt mit Angriff, aber kann natürlich immer jederzeit passieren, ne? Ich fahre nicht.
Hoppala. Für dich, oder wird? Komm mal her, hier. Komm mal her, hier. Sendel. Ist auch kein Mitglied. Selber schuld. Und du, bist du Mitglied bei mir auf YouTube-Kanal? Na. Ui. Da siehst du aber, er will abschließen, aber noch nicht, deswegen. Das ist auch du, die Erleuchtung. Die Absolution. Ruf auf den Drahtesel. Und dann schauen wir mal da rein. Dann schauen wir da rein. Bei mir in der Burg. Wo ist sie denn überhaupt? Muss sie irgendwo links im Dings sein, ne? Das Gute ist bei der Burg, ich finde die selber mal nicht. Und hier ist hier unsere Kommando-Base von den Banditen, Leute. Und hier ziehen wir euch um die Ohren lang. Mitternachts öffnen sich die Tore des Bösen. Ah, da sind wir schon, guck mal. Ist das nicht geil, oder was? So, von hier aus flattern wir los und greifen eure Burgen an. Also kommt zu meinen Hemden. Hemden. Ja, hier, guck mal, da ist auch der Elektrosensor drin, wenn ich den mal rausnehme. Prüfe. Empty. Ja, ist leer. Ist total dämlich. Ja, das ist unsere Base hier. Auf Wiedersehen. Guck an, hier sind unsere dunklen Banditenwagen. Hier geht's so rein. So, guck an. Und da ist bestimmt voll der dicke Loot und sowas hinter, ne? Es könnte aber auch eine Selbstschussanlage hinter sein. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wollte ich euch das mal zeigen. So, dass man auch so Tunnelsysteme hier so bauen kann und so. Ist schon richtig geil. Hier passt ja auch alles rein. Ja, bloß das mit den Türen ist halt Dreck, ne? Hier müsste man noch so einen riesen Schiebetüren machen, aber das passt irgendwie nicht, weil das hier doch zu klein irgendwie ist, ne? Freunde! So, als Inspiration. Unsere Kriegsburg hier, so sieht's aus, gell? Ja, der Vorteil ist natürlich, da kann man nicht einfach so reinhoppeln. Ja, du kannst auch mit dem Flugzeug drüber fliegen und trotzdem wirst du nicht gesehen. Also die können uns nicht ausspionieren oder sowas. Man weiß nicht, was da drin ist. Man weiß nicht, wie wir die Base da aufgebaut haben. Und falls da irgendwelche Leute meinen, hier die Symptome walten zu lassen, dann kann man die frontal halt die so bekämpfen. Ne? Also da hast du ja Rückenwind, du hast ja komplett Schutz. Ja? Du hast ja nur zwei Kampfrichtungen quasi. Also das ist schon gar nicht mal so schlecht. Finden wir nochmal einen Spieler, den wir wegbrettern können. Ein Schrotgewehr lechzt nach Nahrung. Ui. Toll, gleich schon wieder 20 Damage. Was sind das denn hier für Beton Strohballen hier im Spiel, oder? So, Happa Happa, was ist das hier? Apfelbaum, glaube ich, ne? Mit Gulden deliziös. Das ist gesund für die Gesundheit. Mampf, 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 Mampf. Oh, da kommt schon wieder Gewitter. Was soll denn das? Oh, Pipi-Pupu-Check. Westen.
Links oder rechts? Links oder geradeaus? Sind denn immer Westen? Naja, ist ja auch ein bisschen Norden mit bei dem Westen hier, oder? Westen ist aber nach links. Eigentlich müsste ich da hin. Keine Ahnung, wo wir hinfahren. Erstmal lustig, ohne Karte. Ich kann das auch einstellen, dass wir keine Karte benutzen dürfen, ne? Das wäre auch cool, oder? Warte mal, das kommt mir gerade bekannt vor. Hier haben wir da auch mal gewohnt. Hier, ach so, hier doch, ne? War das hier? Wo wir mit den Autos hochgeflogen sind, wisst ihr das noch? Das war auch ulkig, ne? War das nicht hier? Ach, ich glaube schon, das war hier. Dann müsste ich jetzt da hinten eine... Bei der Irrenhaus-Base müsste ich in der Nähe sein. Ulwul, sage ich mir immer, ne? Piu, 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 piu. Ja, ihr seht selber, wie groß die Map ist, Alter. Von unten nach oben fahren. Ja, eine ganze Folge voll, Alter. Hast nichts beschickt haben wir hier, ne? Einfach nur geschillt und gefahren. Ja, das Irrenhaus statt. Camcar heißt er. Oh Mann, was ist mit ihm los? Ah, Digga! Mann! Boah, 20% Damage. Eine blöde Backpfeife, Alter. Da kommt noch so ein Affe. Komm her hier. Halt die Maul, Junge! Ich mag das nämlich nicht, wenn die schreit. Sag mal, was ist denn hier? Bist du auch wirklich aufs Fressbrett oder was? Komm mal her, ja. Ja, erstmal massieren. Ah, siehst du wohl. Und sitz! Aber eine Backpfeife 20% ist schon viel, ne? Also ihr müsst euch nicht schämen, nur weil ihr vom Zombie zerfetzt worden seid. Die sind hier schon extrem, liebe Leute. Ja, bei anderen Servern sind die meisten ein bisschen luschiger, ne? Aber bei uns ziehen die dir das Gesicht zwischen die Ohren direkt weg, Leute. Aber gewöhnt man sich dran. Mit unserem neuen Performance-Server haben wir die Zombies auch erhöht. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Oh, wie spät haben wir es? 18 Minuten, wir haben noch ein bisschen Spielzeit. Mensch, die Zeit, die rast immer so, Leute. Ich kann ja noch nichts für. Wenn es nach mir ging, würde ich den ganzen Tag battlen. Ich meine Videos machen. Aber liebe Leute, ich muss ja auch mal was tun hier. Und ihr wisst es jetzt selber, ich muss schneiden und rendern und ihr unterschätzt immer die ganze Arbeit, die wir hier haben, Leute. Also ich kann den Drachenlord da schon verstehen, muss man mal so sagen. Wenn der das auch früher mal gesagt hat, dass er schneiden und rendern muss und sowas, ne? Und die Leute lachen den da aus, das ist doch keine Arbeit. Aber irgendwie ist es doch wohl sehr wohl Arbeit, ne? Da könnt ihr auch Al-Blali fragen. Weil der macht ja so extrem geschnittene Videos, zumindest hat er das früher mal gemacht. Also die ganze Zeit immer cutten und dann irgendwie neue Szenen reinmachen und sowas. Ne? Alter, da hängst du aber ein bisschen vor. Ja. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe das ja früher auch mal ein bisschen gemacht, so ein bisschen mehr. Szenenwechsel und sowas. Ne? Da habe ich geguckt, ja, lohnt sich nicht. Ja, Community ist zu klein, lohnt sich nicht, da viel Arbeit zu investieren. Mache ich lieber Uncut-Videos. Und habe ich wesentlich dann tatsächlich weniger dann, weil es lohnt sich halt sonst wirklich nicht. Ne? Das ist halt das Problem. Ja, wir Scoomler sind leider zu wenig. Da bin ich oft immer traurig drum. Ja, deswegen sage ich auch immer zu diesen anderen Streamern oder YouTubern oder so, macht euren scheiß Server platt, der läuft sowieso nicht. Unser hier ist sowieso der Beste, das wisst ihr ganz genau. Wir sind mindestens immer in den Top 100 vertreten. Hier ist immer was los bei uns auf dem Server, ne? Ich manage hier alles, Leute. Und ihr kommt mit euren Leuten hier rüber gekrebst. Und dann haben alle was davon, ne?
Ja, aber machen die nicht. Jeder macht da irgendwie sein eigenes Süppchen, ne? Und das ist schlecht, wenn du eine kleine Community hast. Also wir sind ja wenig Leute. 300, 400, 500 weltweit, die Scoom gucken so. Das ist nicht viel, ne? Das ist nicht viel. Deutsche sind gerade mal vielleicht 100 oder sowas. Ja, deswegen sag ich ja, sie sollen da alle zu meinen Händen kommen, ist gut. Ja, überlege ich hier irgendwie ein Angebot, den Streamern oder YouTubern zu machen bei mir auf dem Server. Ja, dass die dann hier irgendwie... Ja, Diamantstatus abschließen müssen, ne? Aber dafür dürfen die dann hier bei mir vernünftige Symptome einleiten. Das ist doch auch was, ne? Das ist eine Win-Win-Situation. Weil sonst kommen immer so viele hier und betteln mich da an. Ich soll die immer pushen und so, und da habe ich keine Lust zu. Naja, ihr wisst es selber. Ja, dass hier immer so wie hier drauf kommen und sagen, ja, mein Server, oder immer diese blöden Werbesprüche oder sowas, ne? Ja, dann drücken die kurz auf Follow. Und dann quatschen die meinen Chat da voll. Aber Konkurrenz ist und bleibt Konkurrenz, Leute. Ihr wisst es ganz genau, ob man da so tut, als wenn das nicht so wäre. Bäh. Oder wenn man realistisch ist, nicht wahr? Und das eben so registriert halt. Und bei mir ist das halt ganz schlimm, ne? Dass da immer welche Werbung posten und sowas, ne? Oder irgendwie so. Und meistens haben die noch wesentlich weniger Abonnenten oder sowas als ich, ne? Und deswegen habe ich mir überlegt, na gut, wenn du solche Leute ständig anziehst, die bei mir irgendwie quasi, also ich nenne das Lutschen, die bei mir irgendwie lutschen wollen. Ja, also die haben die Hoffnung, dass sie irgendwie größer werden, wenn sie bei mir auf den Kanal kommen oder bei mir im Stream rein und sowas, ne? Ist aber meistens eigentlich nicht so, ne? Du wärst nur groß, wenn du irgendwo drin gut bist, sage ich mal, ne? Aber nicht, wenn du bei anderen irgendwie da die ganze Zeit lutschen tust oder sowas. Anderer Effekt ist halt, wenn da so Millionen-YouTuber oder sowas, einer dich pusht, ne? Dann bleiben manchmal ein paar hängen, aber auch nicht unbedingt viele. Ich kenne auch welche, die wurden richtig gepusht. Von Knossi zum Beispiel, kennt ihr, glaube ich, auch den Knossi-Typ da. Und die haben nix. Also im Stream-Bereich jetzt, ne? Gerade mal, der hat teilweise weniger Zuschauer als ich jetzt, ne? Also, selbst wenn du gepusht wirst von so Riesen, kann das auch mal nach hinten losgehen. Weil dein Konzept ist einfach nicht passend auf den Communities, wo das herkommt, diese Zuschauer, ne? Also deswegen, da müsst ihr mal gucken. Deswegen, ihr könnt nicht erwarten, dass, wenn ihr Scoom spielt, eigenen Server habt oder Stream anfangen wollt, ne? Dass der liebe Olli euch dann da irgendwie voll pushen tut oder sowas, ne? Nicht, weil ich ein schlechter Mensch bin oder sowas, sondern weil, erstens habe ich die Erfahrung gesammelt, es hilft einem kein Schwein hier. Denn im Gegenteil, erst, er kriegt so zwischen den ganzen Leuten. Und zweitens bringt es auch nicht die Erkenntnis halt, ne, dass du auf andere hoffst, bringt nichts. Man sollte sich lieber selber irgendwie entwickeln und das habe ich getan. Ich habe immer auf die anderen geschissen, ihr wisst es ganz genau. Und habe mein eigenes Konzept hier hochgefahren. Und wenn du denn das Glück hast und was rausbringst, was ja vielleicht noch keiner hat oder was die Leute halt sehen wollen oder so, dann wächst du irgendwann unaufhaltlich. Am Anfang war das bei mir so gar nichts, ne? Da habe ich voll Depressionen, hat man da gekriegt und so. Egal, was du gemacht hast, da kam gar nichts. Und dann muss man halt immer sein Konzept immer wieder neu umgestalten. Das überlege ich ja selbst jetzt natürlich auch noch, ne? Weil ich auch noch unzufrieden bin. Das ist ja immer, das ist ja noch nichts. 2000, wie viele Abonnenten haben wir? 2000 oder so? Das ist so ein Witz, ein Endschiss das. Brauch als nächstes 10.000. Boah, Digga, zweimal daneben geschossen, das gibt's doch gar nicht. Hopp. Geht's mal weg. Schon wieder einen daneben geschossen. Naja, ich habe kein Crosshair, ich kann nichts sehen. Wohl. Piep, 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 piep. Hey. Was sagt der Lümmel da unten? Kann man wieder Fahrzeuge kaufen oder immer noch nicht? Unseren Dienst... Das ist schon mal falscher Fehler. Unsere Dienstleistungen stehen allen Mitgliedern zur Verfügung. Pipi, Pupo, check. Manchmal machen wir es immer ganz oft, ne? So, lass mal sehen. Ist jetzt, hat er Dollauer?
Hitze, Blutung, Schmerz. Klasse. Jeet. Ein bisschen Medizin lernen, ne? Ich weiß, das braucht man nicht. C1 brauchst du meistens nicht. Aber ihr levelt dadurch. Deswegen mache ich das manchmal. Wobei das für C1 brauche ganz schön lange, ne? Aber ist halt mein Skill halt. Da ist das Skill von Medizin einfach nicht gut. Da gucken wir gleich mal hin. Ich glaube, End ist das, ne? Da, 20. Ich habe nicht mal Level 1 Medizin, Alter. Also, Eilengrütze, ne? Was ist das überhaupt? C0. Wohl. Ein bisschen ausziehen hier. Der schwitzt sonst hier. Muss sich ja immer um seinen Charakter kümmern. Na, da legen die Entwickler sehr viel Wert drauf, dass man hier sich vernünftig kümmert um diesen Charakter halt. Und dann, liebe Freunde, dann wird auch ein Schuh draus. Ich sage euch das. Ja, ich finde, das ist dann eine gute Idee, ne? Also die Streamer oder YouTuber oder sowas, die bei uns auf den Server kommen, mit zum Beispiel ihren Communities, da werden wir mehr, ne? Also wir, ich habe ja wirklich die beste Basis hier bei Skoom. Es ist ja einfach so, Leute, braucht ihr euch gar nicht hier zu maulen oder sowas, ne? Wir sind europaweit sowieso die Besten. Das ist einfach so im deutschsprachigen Raum. In Form meiner Symptomatik, die ich hier anbiete für alle Leute, ne? Sind wir wirklich einer der besten Server und der größten deutschen sprachigen Communities. Und da muss man nicht mosern, da kann man sich auch mal loben, nicht wahr? Und jeder, der bei uns schon mal gespielt hat, der weiß ganz genau, dass das richtig geile Leute hier sind. Die sind alle gut erzogen von mir, Leute. Ist wirklich so. Ja, und wenn die Streamer oder YouTuber dann kommen und dann hier bei mir so einen Diamant-Status abschließen, bei mir auf dem YouTube-Kanal, dann sehe ich das ja registriert. Und dann kann der halt vernünftig hier mit seinen Leuten hier rumballern, ne? Ist doch eigentlich eine gute Idee, weil ich muss ja auch immer jeden Monat den Server bezahlen, ne? Und wenn die das dann nutzen, dann sollen sie gefälligst auch ein paar Kröten rüberwachsen lassen. Oder was sagt ihr dazu? Dann brauche ich mich meine Community nicht mehr anbetteln. Wulki, Wulfi. So. Ja, gut, liebe Leute, ihr seht selbst, die Folge ist schon wieder voll, Mann. Es geht so schnell. Ich habe immer noch 20 Damage. 20 D-Mage. So, verstecken wir uns irgendwo im Büschlein. Muss ja nicht sein, dass ich das hier stehen lasse. Da hinten eine komische Stadt. Ah, hier, der sieht doch gut aus, ne? Kleiner Buschi. Wir sehen nämlich bestimmt nicht, ne? Dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen schon wieder. Oder abends im Livestream. Und dann, bis dann.